Leute, wir spielen heute Neuron und Minecraft zusammen mit Nelson. Hallo. Wir bauen heute beide einen Freizeitpark. Am Ende des Videos schauen wir mal, wer den besten Freizeitpark gebaut hat. Ich würde sagen, let's go. Echt, du hast eine geile Idee. Ja. Okay. Ich eigentlich auch. Können Sie dir vielleicht erzählen, weil es eine Sache ist, wenn du es hören willst? Kannst du machen. Digga, ich habe direkt neben meinem Platz ein Villager-Dorf, Digga. Ich baue einfach eine Achterbahn durchs ganze Dorf. Digga. Okay, das ist schon mal interessant dann. Also, ich hab schon einen Eingang gebaut. Donner, ob ich damit fertig bin. Du brauchst keine Achterbahn, direkt mal. Du brauchst keinen Eingang, direkt mal die Achterbahn. Mein Gott, Digga. Natürlich machen wir Zeit, natürlich bei 40 Sekunden. 40 Sekunden. Natürlich wieder 40 Minuten Zeit. Wir müssen ein Dorf hier machen. Das passt es nicht. Hier ist nichts, hier ist einfach nur zu. Gut, man kommt jetzt hier rein. Wie nennen wir das? Das Paradies für Kinder. Das schaut gut aus. Die wird so fett, Digga. Die wird so fett geil, Digga. Die ist so riesig, Digga. Ich glaube, die ist sogar größer, als wir auf der Insel gebaut haben. Macht gleichzeitig die geilste und verrückteste Achterbahn, die es gibt, Digga. Also, sowas hast du noch nie gesehen, glaub mir. Okay. So, Moment, sieht es jetzt so aus. Ja, ist mal gut. Mal schönes Paradies für Kinder. Testbar. Fuck, Digga, da wird man ja komplett draufgekickt, Digga. Alter, Scheiße. Das ist ein bisschen zu krass. Brunnen ist jetzt nicht das Schönste, aber müsste ja eigentlich gehen. Ja, ist Oh, mal Digga. gut. Oh, Digga. Jetzt mache ich meine erste Attraktion. Anscheinend hast du auch erst das eine gemacht, soweit ich weiß, mit deiner Achterbahn da. Das, was ich jetzt baue, müsstet ihr eigentlich auch kennen. Das ist eigentlich auch sehr nice. Ja, es gibt es hier. Das wird jetzt so nice werden. Das glaubst du mir nicht. Will ich sagen, Digga. Also bei mir, mein Freizeitpark ist viel mit Rot und Weiß. Also Wie es halt weiß. typisch ist. Ja. Eigentlich schon. Ist das übertrieben, was ich mache? Nein, gar nicht, Digga. Komplett normal. Ich bin wirklich übelst gespannt, was du gebaut hast. Ja, ich auch. Hä? Was? Das wird eine Kinderbahn werden.
Bei mir wird einmal eine Kinderbahn werden und eine Todesbahn. Egal, auf jeden Fall alles, was du baust, muss auf jeden Fall funktionieren. Nicht irgendwas bauen, was. Also muss alles fahren können. Ja, es hat ein bisschen langsam, aber ist ja eigentlich auch für Kinder gemacht. Das sieht eigentlich auch noch geil aussehen. Ganz ehrlich, glaube ich sagen, die Achterbahn mache ich zum Schluss. Auch wenn die am längsten dauert. Würde ich glaube ich sogar die Achterbahn zum Schluss machen. Vielleicht wisst ihr ja, was ich baue. Digga, das ist zu krank, was ich da baue, Digga. Das kannst du doch niemandem erzählen, Digga. Okay. Meinst auch? Ich weiß nicht, wir haben noch 20 Minuten Zeit. Ich weiß nicht, ob wir das schaffen. Ich muss ja immer noch die Achterbahn, die dort am längsten zu machen. Denn Achterbahn muss aber auch logisch sein. Wenn ich meine Achterbahn von Kilometern schätzen sollte, sag ich mal, 10. Okay. Also sehr groß. Wenn ich dir sagen würde, was ich bauen würde, dann würde ich es mir sofort nachbauen. Ja, der scheint jetzt nicht so lang, aber. Ja, es geht ja eigentlich nicht um die Länge. Wände sind fertig, jetzt machen wir das Dach kurz. Oh mein Gott, ich hab so eine gute Idee. Das mache ich gleich noch, bevor ich es vergesse. Das mache ich direkt danach. Sonst vergesse ich es bestimmt noch. Geil. Das ist ganz normal. Achterbahn in Ohio. Minuten, okay, danach muss ich auch unbedingt die Achterbahn anfangen zu machen. Dann ist wie bei jeder Achterbahn, was jeder hasst, aber es notwendig ist. Ich muss jetzt nur noch die Schienen machen, dann habe ich es fertig. Oh, verdammt. Ah, ich weiß, wie wir das schon machen. Das machen wir dann so. Das ist gleich der Eingang von der Achterbahn fertig. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Was? Nix, nix, nix. Ich bin so dumm, ich bin so dumm. Ich hab das Beste vergessen, Alter. Ich bin echt so dumm. Okay, gut. So, würde ich hier so die Kasse machen. Wir noch ganz schnell an den Anfang. Dann machen wir dann noch einen Eingang und dann ich
Ich glaube echt, meine Achterbahn ist nicht so gut, aber ich habe halt nicht so viel Zeit gehabt für die Achterbahn. Hab nur 4 Minuten Zeit. Die Achterbahn dann nicht. Die. Achterbahn zum Himmel. Hammer, das gute Stück. Machen wir vielleicht nochmal mit das Bad. Hier oben ist man dann richtig langsam. Auf der Achterbahn. Also ganz oben. Und die Aussicht so ein bisschen zu genießen. Sehr knapp, ich könnte noch die Achterbahn schaffen, fertig zu machen. Digga, es kann sein, dass, weil die Bahn jetzt bei mir in der Mitte so langsam ist, dass du da so 2 Minuten lang geradeaus fahren musst, ist das ein Problem? Nee. Ist ja Nee. egal, ist ja deine Achterbahn halt. Lass eine Achterbahn wie du bauen, wie du willst. Alter, wie geil! 2 Minuten und ich Also glaube, finde ich. ich eine Achterbahn geil. Sie ist nur, also sie ist nicht kurz, aber die Fahrt ist kürzer als gedacht. Weil es halt so schnell ist, weißt du? Eigentlich ist die Strecke so lang, aber bei wegen der Schnelligkeit. Jetzt mal die Schienen hinklatschen. Das schaffen wir auf jeden Fall noch. Noch. Nee, die ist noch halbe Minute, Digga. Ah, ich habe es safe, Digga. Easy, bin fertig. Okay, soll ich schon mal zu dir kommen? Kann's machen. Willkommen im Paradies für Kinder. Hallo, ey! Alarm! Du musst erstmal bezahlen hier. Warte ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, muss kurz mein Ticket suchen. Ah, hier haben wir es doch. Warte, hier, Digga. Ah, danke schön. Okay, immer reinspaziert. Hier haben wir einen ganz schönen Brunnen für uns. Und hier ist die erste Attraktion. Ah, das ist, dreht das sich? Naja. Ist halt langsam, ist halt für Kinder, weißt Ja. Aber jetzt immer schneller. du? Jetzt kommen wir zum nächsten, zum Geisterhaus. Digga, muss man da schon wieder bezahlen. Natürlich. Bucher hier. Soll ich ja mal Geld machen, ja. Dankeschön. Immer reinspaziert, immer reinspaziert. Hier ist der Start. Oh. Gruselig. Und jetzt kommen wir zum Hauptding. Das hat ein netter Versuch, Digga. Schön in der Warteschlange hier vorbeigehen. Und du musst nochmal bezahlen. Digga, warte kurz. Weißt du was, Digga? Oh, ein Tagesticket. Okay. Wenn man hereinspaziert. Wow, wie cool. Kannst jetzt Ich hier hab eine. schon, ich hab schon einen, ich hab schon einen. Okay. Kannst loslegen. Hier hinfahren. Also jetzt hier, ja, und dann einfach fahren. Am Anfang ist es halt jetzt ein bisschen langsam. Aber es wird immer schneller. Oha. Ja. Es wird langsam immer schneller. Jetzt hier schön die schöne Aussicht genießen. Und jetzt wird es richtig schnell.
Dann hier noch ein bisschen seitlich. Und das war's. Cool, 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 cool. Ein Ticket bitte. Ja, bitte ein Tagesticket. Ah, sehr höflicher. Park. Oh, passt gerade schon für Nacht. Hier ist keine Kiste. Schlecht, keine Kiste für keine. Keine Kiste für keine Lohn. Zum Glück habe ich noch eine von meinem wunderschönen Park. Nein, ich hab immer welche parat. Fahren Sie fort. Was fahren Sie? Ich fahr. Schlecht! Das wird einfach von alleine los, Digga! Was ist das denn für ein Bucherpreis hier, ey? Okay, okay. Ach komm, scheiße, Digga. Ich guck hier einfach zu. Ja? Das ist noch gar nichts, Digga. Hui, yo, Digga, wie lange hast du hier gebaut? Durchs Dorf. Ah! Was ist denn jetzt hier? Ach so, das ist so ein Hotel. Ja, ich geh kurz in meine Wohnung, ja? Oh, lachte mal! Boom! Leute, das war's mit diesem Video. Wenn ihr nächste Folge sehen wollt, wie Nelson und ich zusammen einen Freizeitpark bauen werden, dann liked und abonniert, wenn ihr es getan habt, würde ich sagen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!